Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest und das Inventar macht mich wahnsinnig. Nee, mit C kann ich immer noch. Da geht schon einiges rein. Ja. Finde ich gut, weil Steine sind, glaube ich, voll. Steine sind voll, ja. Kannst die Steine auch werfen. Ich weiß, aber wie gesagt, ich brauche das Klebeband aus deinem Inventar. Ja, ich weiß und trotzdem. Sonst, guck mal hier, Buran. Einmal Seil. Blub, habe ich fallen lassen, richtig? Nein, habe ich Nö. nicht. Nochmal. Also I. Linksklick zum Nehmen. Dann habe ich es in der Hand. Und dann? Und guck mal in deinen Rucksack. Ah! U und R, warte. U und R, G schließen. Kirsche, Chicorée. Nee, das ist es nicht. Weil ich kann. Warte mal, an deinem Rucksack kann ich jetzt gedrückt halten. Und dann geht. Irgendwas auf, aber nicht das, was ich will. Warte mal. Denn diese scheiß Seil. Jetzt habe ich dir was gegeben. Wie? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich sehe leider noch kein Klebeband. Nee. Warte mal, jetzt glaube ich, habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Wie kriege ich das Klebeband darüber? Rucksack, Gegenstände hinzufügen. So, wenn ich jetzt ausrüsten, hinzufügen, Rechtsklick. Ja, das Klebeband kann ich nicht ausrüsten. Nee, aber zum Rucksack. Ich habe den Rucksack entfernen. So, Ja, also den ich habe hast du den jetzt auf dem Rücken, Rucksack ne? angeklickt. Ja, den hast du jetzt auf dem Rücken, den Nee, Rucksack. ich im Moment noch auf dem Boden. Ne, auf dem Boden hast du die gelbe Tasche, auf dem Rücken hast du einen Rucksack, deinen schwarzen. So, warte mal. Bei dir kann ich jetzt Backpack anwählen. Da ist jetzt inzwischen schon das Getränk mit drauf auf meiner Matte. So. Genau, das habe ich dir gerade rübergeschoben. Okay. So. Siehst du, du hast nämlich zwei, du hast nämlich eine gelbe Tasche und einen Rucksack. Ja. Gelbe Tasche ist die, ich kann was bauen, Tasche. Das Inventar. Genau. So. Und ich habe jetzt das Problem, ich habe hier die Seile. Ich habe eine Plane, ich habe ein Seilrutschenseil. Ich habe Stofffetzen, mir fehlt halt nur das verschissene Klebeband. Wenn ich das so richtig sehe. Wir müssen looten gehen irgendwo. Ja, aber es kann doch nicht sein, wir haben ja für den Bogen alles. Nur wir sind zu blöd, es dem anderen zu geben. Kombinieren. So, ich habe das jetzt in der Hand. Gut. Wenn ich jetzt Buran sein Backpack anwähle. So, da findest du es R. nur. Warte. Ha! Man kann durchscrollen mit R. Bitte sehr, Buran. Hast du es? Was das sei. Ja. Ah, warte mal, hier, da, Ja, jetzt hast du jetzt das habe ich das Klebeband. Klebeband. Jetzt kann ich schließen. Damit Willst kannst auch wieder ein du. Seil zurückhaben? Warte, 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 warte. Als Okay, du erstes hast baue ja ich noch ein jetzt den Seil. Bogen. Also, Rechtsklick davon, Rechtsklick davon. Oh, ich Und habe dir eine Tierhaut gegeben, die ich dir gar nicht geben wollte. das muss jetzt warten. Ja, ist okay.
Twisty, bist noch da? Ja. Also, ich baue jetzt einen Bogen. Gut. Zwei Stöcke. Das Seil Stöcke haben wir und das Klebeband. Und jetzt kann ich das Zahnrad rechtsklick und ich produziere was. So. Unser Feuer ist aus. Ja, kann ich gleich wieder anmachen. So, wer... Swissly, du Bogen. Hab ich schon. Oder? Hey. So, warte mal. Was bleib mal stehen. Jetzt drücke ich auf das Backpack. Ne? Und jetzt kann ich mit R so weit durchscrollen, bis das auftaucht, was ich dir geben will. Das ist nämlich einmal das da. Und, nee, warte, das, du bist so weit weggegangen. Bleib doch, bleib stehen. Also, du musst es bei dir auch aufrufen, das Backpack-Menü. Nicht das Inventar, ne? Das, was du in der Hand hast. Genau. So, und wenn du da jetzt durchscrollst, sollte es dir anzeigen, was ich dir gegeben habe oder was du mir geben kannst. Was? Also mit R passiert bei mir gar nichts. Ich hab Linkshänder-Tastatur bei mir Einstellung. Ist ich habe keine Ahnung, was es ist. Also die. Warte kurz. Auf dem Zettel steht immer Folge mir, wieso? Ja, du kannst mit D kannst ihm andere Kommandos geben. Ja, habe ich versucht. Warte. Dann machen wir es anders. G, I. So, wo ist der Bogen? Ah, jetzt geht er. Achso, der Bogen ist in der Waffentasche. Nein. Da ist er. So. Den kann ich jetzt. Droppen. Jetzt brauchst du nur ein paar Pfeile, oder? Nein, ich will ihm ja den geben. So. Der nervt. Backpack Swissly. Anklicken. Und jetzt so weit durchscrollen, bis der da hoffentlich angezeigt wird. Nö. Wieso wird die Waffe dann nicht angezeigt? Dein Backpack, aber ich sehe nicht, was du rotierst. Warte, dann gehe ich aus dem Menü raus, weil das ist das Tauschmenü. Benutze Dings. Muss mal gerade das Messer auswählen. Vielleicht kann ich dann am Rucksack den Bogen auswählen. Ich sehe ihn halt nicht. Warte kurz noch. Einen Versuch mache ich noch. Also so geht's nicht über das Handelstauschmenü. So, und wenn ich hier den jetzt habe, kann ich nur Ausrüsten wählen. Ich gucke gerade mal in die Einstellungen. Steuerung. Vorwärts, rückwärts, links, rechts, fallen lassen. G. Inventar, springen, Feuerzeug, nachladen, rennen, nehmen, das ist die Taste, Ausgegenstand K. Super, ich stehe schon so lange hier, dass ich einen Schmetterling auf meiner Axt habe. Nee, ne? Doch. Boah, der Typ folgt mir ja immer noch, das kann doch nicht sein. Das ist hast gemein. Du denn den Bogen auf dem Rucksack? Wenn ich I drücke, dann liegt der auf diesem gelben Ding drauf. Und nur da. Und ich kann nur Linksklick machen zum Ausrüsten. Mehr kann ich damit nicht machen. Okay.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Verstehe gerade gar nichts. Wenn wir noch ein Klebeband hätten, könnte... So, Rucksack. Gegenstände hinzufügen. So, und jetzt... Hinzufügen. Warte mal, Swisty, ich glaube, ich hab's. Jetzt raus. Bleib mal kurz stehen. Da ist nichts drauf. Moment. So, jetzt hängt er am Rucksack dran. Was? Erschreck mich doch nicht so. Hast du den gekillt? Ja, ich brauche doch Federn für Pfeile. Okay. Ich kann wieder nichts machen damit. Also an meinem Rucksack hängt jetzt der Bogen dran. Aber nur für dich. Weil ich sehe gar nichts, was du in deinem Rucksack angebracht hast. Nee, das kann's doch nicht sein. Ich muss doch irgendwie eine Waffe rübergeben können. Schrei doch nicht so. Können wir den Spinner nicht mal tot machen? Aber wirklich. Wenn ich ihn finden würde. Ah, da ist er ja. Tja, aber er rennt doch mal gleich weg. So, Fischreuse. Achso, das ist nur das Wasser, das ist nicht die Fischreuse. Warte. Ist. Nichts drin? Nein. So, da ist wieder die Frau mit den drei Armen. Glückwunsch. Und sie rennt wieder weg vor mir. Was immer das sein soll. So, Reuse Nummer 2 ist auch leer. Ah, habe ich zumindest was getrunken. Gibt's heute nichts zu essen, ja? Scheiße. Moment, ich mache mal kurz Pause in der Aufnahme, wenn ich wieder im Lager bin. Ich gucke da jetzt nach. Es kann doch nicht sein, dass wir so viel Zeit damit verbringen, dass ich nicht in der Lage bin, die rauszugeben. Bis gleich. Ja, man kann traden. Es ist beschrieben, wie wir das gemacht haben, aber der Bogen taucht einfach nicht auf. Verdammt. Weil man so singt, vielleicht nicht traden kann. Ja, aber das ist doch doof. Jetzt habe ich einen Bogen und du hast alles andere. Ja, vor allem, wo kriege ich jetzt Klebeband her? Ja, keine Ahnung. Wir müssen dringend auf Loot-Tour. Ja, hier unter uns die Höhle dann morgen früh, oder? Und wir haben nichts zu essen, nur noch ein bisschen im Rest. Das ist doch doof. Mhm. Es wird wieder dunkel. Mhm. Kevin, geh mir bloß nicht auf den Sack. Das Ding in diesem Inventarmenü ist auch extrem langsam. Ja.
mich erschrocken. Können wir schlafen? Bei mir blinkt schon. Ja, ich komme. Bei mir blinkt schon eine ganze Weile. Ja, eigentlich seit Mittag. Bin gleich bei euch. Okay, die kann ich jetzt gerade nicht mehr anspitzen, alles klar. Halt die Klappe. Ja, Y. Ja, eins von drei. Mal sowas wie ein Tor auf den Moment. Mal sehen, ob wir sowas wie ein Tor bauen können. Okay, ich bin da. Drei von drei, eins von drei, zwei von drei. Drei von drei, gute Nacht. Gutes Nächtle. Gut, Nacht, jetzt hat John er wieder Boy. Hunger. Hunger, ja, Durst. Ich habe wenigstens mal ausgeschlafen. Ich kontrolliere die Fallen. Ja. So, okay. Oh. Die Seite schon mal fast zu. Noch offen, die ist noch offen. Da müssen wir nur noch da hoch. Nach da hoch. Ja, gibt keine Option wegen der Türe. Nee, Moment, das war im Baubuch. Habe ich Baubuch irgendwo eine Türe gesehen? Ja, habe ich gesehen. Vor allen Dingen der Abweg auf der linken Seite neben dir, der ist wichtig. Weil da geht's nach unten, das ist ein Zugang, ein definitiver. Sind denn die blöden Blätter? Tür. Hab doch die Blätter gesammelt. Achtung, hier rennt wieder einer auf die Basis. Ah, da muss man... Von der Mauer geht's keine Ding. Wir müssen sozusagen was offen lassen, oder? Du musst eine Wand hinbauen. Hätte schwören können, dass ich gerade Blätter vorhin gesammelt habe. Wo sind denn die auf der grünen, auf der Matte? Das ist alles grau. Unten links. Unten links. Da sehe ich nicht. Ich dachte, ich habe eine Mauer gebaut, Zwisli. Nee, eine Mauer. Ach da so. Da müssen die Stämme horizontal liegen. Okay. So wie hier. Ah! Aber das hier können wir erst mal, genau, aber das hier können wir erst mal abgrenzen. Ja, ja. Das ist ein Arschloch hinter mir. Okay, warte. Ich gehe erstmal was trinken. Wenigstens das, wenn es schon nichts zu essen gibt. Ist mein Mikrofon gemutet? Nö. Nö. Aber was sollen wir machen? Ich habe hier so eine schöne Scheitelkeule, einen Speer, aber mehr habe ich nicht und der lässt sich nicht beeindrucken von nix. Guck mal, was ich auf der Schulter habe. Trinken und dann wieder waschen, hä? Waschen? Ja, wenn du blutig bist, du blutige Hände hast, ja, kannst du eine Infektion kriegen. Wie wäscht man sich denn? Ja, indem man in tiefes Wasser geht. Okay, danke. Also das heißt hier unten, wo das Lager war. Mhm. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Hier drüben sind zwei Fische. Wo? Hier. Hier drüben. So, und jetzt bin ich wieder sauber. Wie kriege ich denn die gefangen? Ah, warte mal. Natürlich, jetzt weiß ich, wie ich die gefangen kriege. Hast du sie? Nee, ich krieg sie gar nicht. So, wo sind sie? Hier, wo ich stehe. Da ist einer. Ja, der andere ist vor mir. Noch ein zweiter. Also mit dem Messer kriege ich ihn nicht. Hier vor dir. Ja. Wie gesagt, mit dem Messer kriege ich ihn nicht. Nimm die Axt.
Super, das Reh springt direkt in die Felswand rein. Ich hab ihn, danke. Ja, das Reh in die Felswand. Swissly ist da hinten. Da ist noch einer. Ja, dann krallen dir. Ich guck mal gerade, ob ich Swissly unterstützen kann mit dem Reh. Ja, das nützt nichts. Es ist in der Felswand verschwunden. Straight in die Wand reingerannt. Und einfach weg. Hier laufen wieder so zwei Typen, aber ich glaube, das waren die ungefährlichen. Ja, die anderen sind unten. Okay. Da wollte ich jetzt eben mal schnell im Lager unten schauen. Aber der kommt gleich und greift dich an. Ja. Vielleicht sollten wir einfach mal weiterziehen. Nächsten Tag. Wir sollten mal eine Erkundung machen, eine bessere Stelle finden. Mal weiter ins Tal runter. Oh Kevin, ich hasse dich. Das Vieh ist genau auf dich zugerannt und du hast nichts getan. Kevin, komm aus dem Feuer raus, du Idiot. Oh Gott. Viel zu langsam. Ich brauche einen Speer oder sowas. Das geht gar nicht. Mit der Axt ist Mist. Damit bist du viel zu langsam. Okay, und in der Höhle bin ich gerade drin, da ist nach 10 Meter brauchst du die Seilrutsche. Cool, die hast du ja. Ja, aber das bräuchten wir ja alle. Also ich hab dir die ja rübergegeben, hast du nicht auch eine? Bin ich der Einzige, der die hat? Oh. Ja, du hast sie ja gebaut, oder? Nein, die hatte ich gefunden. Oder ich hatte sie im Inventar, okay. Keine Ahnung. Bambi, komm her. Ich habe eh keine Ausdauer. Oh, so fühle ich mich gerade. Ausdauer, 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 komm zurück, komm zurück, komm zurück. Okay. Einfach so. Glück. Zehn? Das ist nicht das, was ich wollte.
Ah, der Idiot. Wohl durch die Falle gerannt. Ja, hier dieser Stammesdings da, der kurze. Ach, der Stamm. Ach so. Na super. Und gerade die Falle ausgelöst. Und ich habe schon wieder Klack gehört. Bloß der löst die mit Absicht alle aus. Kann schon sein, damit wir verhungern. Wenn ich ja jetzt... Oh, guck euch das an, was da unten an Rotwild rumsteht. 3 Stück. Mhm. Und ich habe keinen Bogen. Also nein, ich habe einen Bogen, aber ich habe keine Pfeile. So, nochmal. Du hast keine Pfeile? Weil du sie nicht bauen kannst? Weil du Klebeband brauchst, oder? Nein. Nee, da braucht man nur Federnstöcke und kleine Steine. Okay, kleine Steine liegen ja überall rum, plus Federn. Habe ich. Bei mir steht Stock. Stöckchen haben wir jede Menge. Steinpfeil. Zweimal. Achso, das sind Federn, das sind keine Blätter. Jetzt habe ich es auch kapiert. 4 Federn, 2 oder 4 kleine Steine und 2 Stöcke. Da macht er irgendeine Anzahl von keine Ahnung wie viel Pfeile. So, und kannst du mir sagen, wie du an die Federn gekommen bist? Vögel klatschen. Mit welcher Waffe? Ich hab's mit der Axt gemacht. Und dann fliegen die Federn weg, die musst du dann einsammeln mit E oder so. Mhm. Was halt die Taste ist, keine Ahnung. Mhm. Das ist ein Mädchen, das uns hier angreift. Mhm. Die spinnt. Knusper, Knusper, Knäuschen. Gleich. Fischstäbchen. Rupp mit Kopf. Mm. Bleib doch mal hier, du. So. Also du sagst mit der Axt. Ich hab's mit der Axt. Es ist richtig witzig, dass die Tiere einfach irgendwo verschwinden. Echt? Also bei mir verschwinden sie irgendwann halt im Unterholz, aber... Ja, bei mir verschwinden sie... Jetzt habe ich einen Reh verfolgt im Schleichgang. In deine Richtung kommt's. Ja, aber das darf nicht rennen. Ja, ich hatte schon mal draufgehauen, deshalb rannte es. Der ist schlimmer als bei The Hunter. Bleib hier! Ich will doch nur dein Bestes. Mhm. Warum? Kriegst du Taschengeld oder was? Bambi, du bist gemein. Ich bin auch. Ich krieg keine Vögel, ich krieg keine Tiere. Was ist denn hier los? Nicht meine 9 mm haben. Willst du mich jetzt angreifen, dann hast du gleich meine Axt. Fass ich dir eine neue Frisur. Verpiss dich. Oh, hier hüpfen Fische.
hinter dem Vogel daher oder was? Hab ihn. Okay. Das Problem ist nicht der Vogel, das Problem ist, dass die Federn dann in der ganzen Luft rumfliegen und du die einsammeln musst. Wobei später gibt es ja, glaube ich, ein Vogelhäuschen. Ich habe irgendwas gesehen. Ja, genau. Ich glaube, das kann man jetzt sogar schon bauen. Weil da brauchst du, glaube ich, gar nicht viel dazu. Aber nicht hier. Ich finde, wir sollten weiter irgendwo runter. Ja. Vielleicht an den Waldrand, wo wir eine Grasfläche haben. Also morgen früh. Ja, ich glaube, jetzt geht. Nee, es blinkt schon alles. Hunger blinkt und... Schlafen blinkt schon wieder. Ja, okay, das mit den Mauern geht auf jeden Fall relativ flott. Dass man hier mal so eine schnelle Mauer zusammenkriegt. Mhm. Also das Haus hat sich überhaupt nicht gelohnt, ne? Nee. Aber brauchen tust du eins, oder? Nö. Nee, kannst du auch mit der Ding... Hier mit der Plane und zwei Stöckchen hat ja gereicht. Genau, ich habe jetzt mal so. Da oben ist schon wieder unser Kandidat. Ey. Jetzt ist er hier hinter dir. Sammel Chicory. Das andere essbare Zeug. Den haben wir. Chicory? Jetzt haben wir ihn. Diese Pflanzen, die man aufsammeln kann. Ja. Im Notfall kann man auch die essen. Die bringen auch ein bisschen was. So, aufs Feuer damit und schön durchbrutzeln den Typen. Ah, genau. So. So macht man Tür. Also, Bär, fangen wir mal damit an. Rechtsklick, nicht linksklick. Da liegen noch Knochen, wer aufsammeln kann. Ja, und du brenn dich. Ach, du bist so doof. Das ist wahr. Der spielt lebende Fackel. So, nochmal. Also. Wir hätten einen Lederbeutel im Angebot. Steinbeutel oder Stockbeutel wäre was, damit man mehr Steine und Stöcke sammeln kann. So. Knochenrüstung würde er mir vorschlagen. Das bringt mir ja wohl gar nichts. Das einzige Knochenrezept, oder? Rüstung bringt ein bisschen was. Ja, aber die braucht doch auch Klebeband, wenn ich das richtig sehe. Und noch irgendwas, was ich nicht habe. Ja, ich glaube, die Knochenrüstung ist mit Klebeband. Also. Pfeile konnte ich nicht machen. Aber den Speer könnte ich doch machen, oder? Nein, Speer braucht auch Klebeband. Ist das Klebeband? Ja. Deshalb habe ich ja kein Klebeband mehr, weil ich einen Speer habe. Hm. So, Blätterrüstung. Bringt auch gerade gar nichts. Dann, was denn sonst noch? Bogen kann ich gar nicht darüber ziehen. Dann habe ich Heidelbeerstrauchsamen und Schafgarbensamen. Auch nichts. Kann ich mit dem Geld machen? 63 US-Dollar. Verbrennen. Ja, wofür? Bringt ja im Moment nichts. Nur zum Feuer entfachen, glaube ich, ist das nur. Tech, Rüstung und Zeitbombe mit den zwei Leiter. Blablab. Und eine Zeitbombe mit dem C4, was ich dabei habe.
was du mir gegeben hast, ist ein Seilrutschen-Seil und keine Seilrutsche. Oh. Das Seil hängt ja schon bereits da in der Höhle. Ah ja. Also muss es irgendwann noch eine Seilrutsche selbst geben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt wieder alles so habe. Okay. Und wir sind bei 36 Minuten. Dann würde ich doch mal sagen, klären wir noch so ein bisschen hier ab, was wir tun und machen. Oder schauen wir mal, wie die Reaktionen auf die Videos sind. Weil wir haben jetzt gerade ein paar Folgen hintereinander aufgenommen. Und ja, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, Daumen freut sich jeder YouTuber drüber. Abo noch mehr. Und YouTube selber freut sich der Algorithmus über einen Comment. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Swisty Buran. Halt die Klappe. Swisty Buran. Danke fürs dabei sein. Macht's gut. Tschö. Tschüss.